Eine Freundin zu haben, ist das Beste, was mir je passieren konnte, dachte ich. Kennt ihr das, wenn man jemandem begegnet und genau weiß, sie hat Humor, sie ist hilfsbereit, reizvoll ist sie auch, doch ihr wisst, das kann nicht lange gut gehen. So war es bei uns seit Anbeginn und seitdem habe ich jeden Tag versäumt, mich der Wahrheit zu stellen. Pizzeria Mediterraner Grütener Grill ihres Vertrauens nimmt zum Spezialitäten aus Nahost geht. Kleiner Moment, ich habe noch einen Kunden vor Ihnen. Hallo? Ah, hi Liebe. Du lass später quatschen, ich habe ja gerade noch einen Kunden. Okay. Ciao. Hallo? Ja, hallo. Ich würde gern 2 Margarita bestellen, zum Abholen. Jo, mach ich fertig. Dauert das lange? Nee, muss ich nur noch auftauen. Was? Spaß, 10 Minuten. Hi, alles klar? Ja, komm gerade aus dem Urlaub. Ach ja. Dauert noch einen Moment. Kannst du dich drum kümmern? Ja. Hey, wie war dein Urlaub? Entspannt. Bist du wirklich von einem Hochhaus gesprungen? Ja. Ist ja nice. Du kommst ja gleich zum Mittagessen, oder? Was? Mittagessen bei mir gleich? Ich denke, wir essen bei mir. Ich habe Pizza gemacht. Wir haben gesagt, wir essen bei mir. Ich habe jetzt extra eingekauft. Boah, das ist so typisch für dich, ne? Stress mit der Freundin? Schlimm? Ach, das Spektakel kenne ich. Nach ziemlich genau 48 Sekunden muss sie Luft holen. Dann sage ich wieder, dass es mir leid tut. Ja, solange es funktioniert. Tut's eben nicht. Jetzt war ich schon mal 2 Wochen in Berlin. Jetzt fängt das Spektakel wieder von vorne an. Was schreit sie denn da? So ziemlich alles. Zieh dir das mal rein. Jetzt habe ich diesen Vogel hier sitzen, der mir die ganze Nacht die Ohren voll krakeelt, weil er Hunger hat. Ich bin doch kein mobiler Mittagstisch für pensionierte Großmaulfinken. Hast du einen Vogel? Ja. Vogel hin oder her? Überrasch sie doch mal. Vielleicht nicht mit einer Pizza, mit was richtig Leckerem. Ist deine Pizza nicht lecker? Doch, klar ist sie lecker. Aber was richtig Delikates. Mein Tagesmenü zum Beispiel. Oh, es geht weiter. Du bist sowas von unzuverlässig. Boah, das pisst mich sowas von an. Kannst du echt bei anderen Leuten machen, aber nicht bei mir. Ich hab echt überhaupt gar keinen Bock mehr auf deine konsequente Unzuverlässigkeit. Ja. Ja, ich sehe das genauso. Ich ändere mich. Versprochen. Ja, das sagst du jedes Mal. Ja, ich weiß. Wo treffen wir uns jetzt? Gar nicht mehr. Mir ist echt der Appetit vergangen. Willst du dich ändern oder will sie, dass du dich änderst? Letzteres. Na, vergiss es. Es funktioniert nicht. Ist die nicht bald verbrannt? Quatsch. Eis schmilzt nicht so schnell. Aber kauf ihr doch mal was. Wie wär's mit einer Rose? Das ist doch völlig abgegrast. Das ist ein Klassiker. Klassiker gehen immer. Am besten jetzt direkt. Ja? Hi Miguel. Hi Liebe. Alles okay? Ich hab... So schlimm? Hast du ein Taschentuch? Nee, leider nicht. Aber auf der Toilette ist noch Klopapier. Sehe ich denn sehr verheult aus? Nein. Willst du mich heiraten? Nicht gut? Die riecht auch toll. Verzeihst du mir? Ich tu mal deine Pizza raus, ne? Sag doch, dass scheiße ist. Ja, ist scheiße. Sag ich doch. 2 Pizzen zum Mitnehmen? Wieso denn zum Mitnehmen? Soll ich mich jetzt mit 2 Pizzen in den Park setzen, oder was? Hast du schon mal alle Pros und Kontras aufgelistet? Ja, wenn das jetzt deine Beziehung wäre. Die Pizza. Genau. Wie viel davon wäre Pro und wie viel wäre Kontra?
ist das jetzt? Das ist Contra. Ja, willst du mich flachsen? Und dann seid ihr noch zusammen? Ja, vielleicht auch so. Weißt du, was das eigentliche Problem ist? Nee. Was siehst du? Eine mittelgroße Standardpizza. Genau. Genau das ist es. Standard. Standard ist scheiße. Eine Beziehung ohne alles ist wie eine Pizza ohne Belag. Pass auf. Aber Liebe kann man doch auch nicht erzwingen. Wobei, wenn ich jetzt Schluss mache, macht sie mir erst recht Vorwürfe, weißt du? Und sich wahrscheinlich auch. Ich will sie ja nicht verletzen. Und ich hab sie eigentlich auch verbockt. Hier, das ist eine Pizza. Sie ist bunt, vielseitig, unflexibel. Und dann? Dann wird sie auch rund. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man meine Beziehung mit einer Pizza beschreiben kann. Manchmal sieht man die Pizza vor lauter Käse nicht mehr. Vor allem die Tiefkühlpizza. Ich helfe dir. Noch einmal. Wenn du nicht weiter bist, frag die Serviette. Ein Ja, eine Nein. Was soll ich denn fragen? Ja. Dann ist doch alles gut. Ich habe gefragt, ob ich Schluss machen soll. Sorry, du hast was? Kann ich mal einen Moment alleine sein? Ja, klar. Ja? Hi Julian. Du, ich hab noch mal über unser Gespräch nachgedacht. Naja, Gespräch. Jedenfalls wollte ich sagen... Mir ist gerade mein Handy fast. Julian? Du, es tut mir leid, dass ich dich eben so angeschrien habe. Aber wenn ich was mit dir plane und das funktioniert, dann kann ich halt manchmal ein bisschen direkt werden. Jedenfalls möchte ich dich trotzdem noch sehen. Nur wenn du möchtest natürlich. Also? Julian? Ja, dann nicht. War ja mal wieder klar, ey. Hast du es eilig? Ja, ich muss los. Hier, das Tagesmenü. Schenk ihr das und sag, dass du bist, wie du bist und dass du sie ganz doll lieb hast. Übrigens, die hat auch gerade Stress mit ihrem Freund. Nee. Doch, ganz schlimme Sache. Sie hat vorhin sogar geweint. Willst du dich zu uns setzen, Liebe? Wir sitzen ja gerade so gemütlich. Komm. Kleiner Moment. Warum hast du nichts mehr gesagt? Ich war verhindert. Womit? Mit Bergungsarbeiten. Ich habe einen guten Freund aus dem Wasser gezogen. Soll das ein Scherz sein? Nein. Liebe, was würdest du sagen, wenn dein Freund dir diese Rose gibt und dir sagt, wie sehr er dich doch liebt? Also, wenn er es ernst meint? Verstehe. Was hat die denn jetzt? Und was machst du jetzt? Netter Versuch, aber lass mal. Mir wurde klar, dass niemand anderes wusste, was in mir vorging. Folglich konnte mir auch niemand einen Rat geben.
Von einem Hochhaus zu springen, traute ich mich. Doch auf die Antwort der inneren Stimme zu hören, schien mir eine noch größere Hürde. Vielleicht musste ich einfach akzeptieren, dass mein Herz sein Gegenstück nicht gefunden hatte. Noch nicht.